Eine Krebserkrankung wirft den Betroffenen aus dem Leben. Mit Hilfe von speziellen Reha-Maßnahmen finden viele von ihnen wieder zurück, wie wir gerade auch am Beispiel von Alexander Brockfeld gesehen haben. Über die Entwicklungen dieser Maßnahmen und den Gedanken dahinter unterhalte ich mich nun mit Dr. Holger Haß. Er ist Chefarzt der Rehabilitationsklinik hier in Scheidegg. Hallo, Herr Dr. Haß. Hallo. Sagen Sie, was ist das Besondere an den Reha-Maßnahmen, die wir gerade bei der Alexandra Brockfeld gesehen haben? Im konkreten Fall, und das sehen wir bei vielen Patienten, nehmen leider vor allem Nervenschädigungen zu, vor allem durch verschiedene Chemotherapeutika, und das ist eben auch der Schwerpunkt bei der Patientin. Und wir versuchen eben hier durch ein, ich sag mal, multimodales Therapiekonzept mit verschiedenen Therapieoptionen, mit verschiedenen Therapeuten diese Beschwerden zu lindern. Herr Dr. Haß, das haben Sie es gerade eben angesprochen, die multimodale Therapie. Und bei der Frau Brockfeld haben wir verschiedene Therapieansätze oder Therapien gerade gesehen, zum Beispiel die Ergotherapie, die Tanzgruppe. Was hat es damit konkret auf sich? Ja, das Wichtigste in der Behandlung der Polyneuropathie ist eben, dass man die Nervenregeneration stimuliert. Und dies geht am besten zum Beispiel durch taktile Übungen, durch dieses sensomotorische Training in der Ergotherapie, dass die Nerven müssen wieder lernen zu tasten. Dafür setzen wir auch physikalische Maßnahmen ein, diese sogenannten Zellenbäder, wo praktisch einerseits durch Strom oder eben durch Ultraschall Anwendungen einfach die Nervenregeneration stimuliert und unterstützt werden kann. Die Tanztherapie hat ein ähnliches Prinzip. Auch dadurch soll vor allem die Tiefensensibilität und das Gespür an den Füßen stimuliert werden. Sollte deswegen auch zum Beispiel barfuß durchgeführt werden und ist ein auch sehr schöner Übergang einfach auch in unser psycho-onkologisches Entspannungskonzept, weil man muss ganz klar sagen, es ist oft eine chronische Nebenwirkung und da ist es auch wichtig, dass die Patienten lernen, damit umzugehen, dies anzunehmen. Und natürlich wird diese Nebenwirkung auch immer sehr individuell unterschiedlich wahrgenommen. Also für den berühmten Klavierspieler, der seine Finger nicht mehr benutzen kann, hat die Polyneuropathie eine viel größere und dramatischere Bedeutung wie für einen Normalbürger vielleicht. Also all das zusammen soll letztendlich die Nervenregeneration unterstützen und die Heilung beschleunigen. Mhm. Sie haben es gerade eben schon angesprochen, die Nervenerkrankungen, die im Zuge dieser Chemotherapie auftreten. Die Frau Brockfeld leidet an Polyneuropathie. Warum tritt diese Erkrankung denn besonders nach Chemotherapien auf? Woher kommt das? Ja, großes Problem ist, dass vor allem die modernen Chemotherapeutika, die in den letzten 10 Jahren eingesetzt wurden und zugelassen wurden für die Behandlung von gerade den häufigen Erkrankungen wie Brustkrebs oder auch Darmkrebs, dass viele dieser Medikamente leider an verschiedenen Stellen die Nerven schädigen können. Und deswegen sehen wir eine massive Zunahme dieser polyneuropathischen Beschwerden. Also man kann wirklich sagen, gegenüber vor 10 Jahren eine Vervierfachung. Wir haben 4-mal so viele Patienten. Und wie schätzen Sie das Ganze ein? Wie sieht die Zukunft dann aus für diese Patienten und in diesem Reha-Bereich? Ich glaube, was ganz wichtig ist, 5 Dinge sind wichtig bei der Behandlung der Polyneuropathie. Und die ersten 3 Dinge, die finden vor der Rehabilitation statt. Was Gott sei Dank immer mehr auch die akut medizinisch tätigen Onkologen immer mehr beachten, ist, diese Polyneuropathie hat eine große Bedeutung. Das heißt, man muss versuchen, sie zu vermeiden. Das heißt, man muss wirklich vor Therapie vernünftig und gut planen, welche Medikamente setze ich ein und gibt es Risikofaktoren für die Polyneuropathie. Und dann, was eben auch eine Rolle spielt, hat ein Patient zusätzliche Risikofaktoren, hat er vielleicht schon eine Nervenerkrankung? Und das Dritte, und das können auch die Kollegen schon in der Akuttherapie machen, wir wissen, wenn Patienten schon während der Chemotherapie diese Übung, die wir in der Rehabilitation machen, schon während der Therapie damit beginnen, mit einem Sensibilitätstraining an Händen, an Füßen, dass dadurch das Auftreten der Polyneuropathie beeinflusst werden kann. Und dann, als 4. Schritt kommen wir, dass wir den Patienten eben hier gezielt zeigen, was könnt ihr machen, damit sich die Nerven daheim weiter erholen. Und ganz wichtig, der 5. Schritt ist, die Patienten müssen diese Übung hier erlernen und daheim noch lange Zeit weitermachen. Okay, super. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Bitte sehr.